So. Sehr schön, dass wir direkt vor dem Wurm gelandet sind. Deswegen weckt es in mir das Verlangen, es haben zu wollen. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin zwar jetzt noch nicht so weit, ich habe es noch nicht so mega viel gespielt, aber die Story ist auch sehr schön erzählt. Kannst du mal gucken, heute habe ich den ersten Teil schon auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Und... also da habe ich auch Story gespielt. Man kann halt viel Story spielen, man kann aber auch viel hier einfach rumschlachten und Sachen einsammeln und so. Ist schon eine gute Mischung. Man kann das Spiel entweder schnell quasi durchspielen oder sich richtig schön Zeit lassen und viel Kram machen. Jetzt stirb doch endlich. Mann, Mann, Mann. Sag, so, wo ist denn das Isildrin? Oder geht's da irgendwo rein? Da geht's rein. Da ist anscheinend kein Eingang. Ich werde die Menschen überrumpeln. Nee, darüber auch nicht. Ja, und hier auf der Seite ging es auch nicht rein. Oh, jetzt bin ich fast tot. Jetzt muss ich aufpassen. Und zwar nur wegen dem Scheiß. Wegen dem Scheiß Bogenschützen. Ich muss schnell fliehen, mal kurz. Sonst hat das hier gleich ein böses Ende mit mir. So, wo geht's denn hier rein, da ich dieses Isildrin finden kann? Muss er hier irgendwo reingehen? Komm, 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 schnell! Ah, Scheiße! Stirb, Mann. Toll, jetzt brenne ich schon wieder. Ich brauche dieses Isildrin. Wo komme ich denn dann? Irgendwo muss doch ein Eingang in das Gebäude sein. Oder sehe ich das falsch? Halte L gedrückt, bewege dich auf einen Vorsprung und halte B gedrückt, um dich fallen zu lassen. Wieso komme ich nicht an das Isildrin?
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wo soll das denn sein? Wo soll das sein? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ich das Isildrin nicht finde. Na, ist egal. Dann machen wir mal erstmal weiter. Zack. Ein Hauptmann. Dass es öfters auf 100% gespielt hat. Das eins, ich habe noch nie ein Spiel öfter auf 100% gespielt. Ich habe eigentlich sowieso kaum Spiele, die ich auf 100% gespielt habe. Aber wenn ich eins meiner Lieblingsspiele, weil ich auf 100% durchgespielt habe, nennen müsste, würde ich sagen Teenage Mutant Ninja Turtles auf der Xbox 360. Da gab es mal ein geiles Turtles. Ist aber auch schon älter. So, da hoch. Der Feind soll ruhig Alarm schlagen. Vielleicht kommt dann der Hauptmann da oben runter. Ja, Pech. Menschenabschaum! Der Ork will uns hervorlocken. Zeigen wir ihm, wie töricht sein Plan ist. Wie komme ich denn da oben an den ran? Da läuft auf jeden Fall ein Seil rüber. Zudem. Das heißt, ich muss auf den Turm. Ich liebe den zweiten Teil, aber ich habe ja auch fast alle Bücher von Assassin's Creed. Ich war ja auch mal... Ach, mein Gott. So, und jetzt? Kann ich gar nichts machen. Ah, da ist er doch. Eanor, der letzte König von Gondor, forderte den Hexenkönig selbst heraus, im Herzen Angmars. Gerüstet für den Kampf und nicht für Zeremonien, ließ er seine Krone zurück, als er nach Osten in sein Schicksal ritt. Wir hüten sie für den Tag, an dem ein König Gondors zurückkehrt.
Doch wir brauchen einen König, der klug genug ist, den Hexenkönig nicht allein herauszufordern. Ich bin der Menschenfleischer, der Schweinemetzger. Und ich bin wegen dir hier. Das passt doch. Ich bin ja auch wegen ihm hier. Wilde kontern normale Angriffe von vorn. Drücke B, um sie zu betäuben, bevor du sie angreifst, oder greife sie von hinten an. Schön, so schnell geht das. Oh, eine neue Robe für den Herrn. Aber Stufe 3? Nee, was will ich denn mit Stufe 3? Wir haben immer noch nicht genug, um da den Juwelenplatz freizuschalten. Das ärgert mich so ein bisschen. So, dann haben wir schon den nächsten, der da vor uns wegrennt. Aber warum locke Ashkan den Schmied hervor, indem du eine schnelle Folge Feinde aus dem Schatten heraus tötest? Ah, okay. Da hinten würde die Story weitergehen, hinten links. Hier sammeln wir nochmal eben ein paar Pfeile ein. Die sind da oben. Und was ist das? Muss ich das zerstören? Klettere auf ein Monument und drücke RB, um es zu zerstören. Ja. Ja, der hängt jetzt aber nur da rum. Zack. Mal sehen, wie blutrünstig diese Meuchler jetzt sind. Sie sind nichts im Vergleich zu Elbenmeuchlern. Da oben ist der Wurm. Hi, Rächer 27. Horza, Horza, mit der Machthungrige. Natürlich blöd für ihn gelaufen, dass ich hier oben sitze. Und tschüss. Da bist du ja. Darauf habe ich gewartet. Gut. Immun gegen Gift. Wann benutze ich denn Gift? Wow. Das muss wehgetan haben. Zack. Und wie ist das Spiel so? Also ich find's klasse. Mir macht's Bock. So, ein neues Schwert. Ein neues Schwert, sie zu knechten. So, da habe ich. Töte einen Hauptmann, der eine flammende Waffe führt. Nee. Toll.
Ist ja schlechter als das, was ich habe. Warum sollte ich das dann benutzen? Keine Chance. Dann bleibe ich lieber bei dem, was ich habe. So, da unten ist irgendwo ein Juwel aufgetaucht. Juwel des Wohlstands. Ui. Ja, und das holen wir uns auch. Ja, den da, den kann ich jetzt ja nicht mehr vorlocken. Viele Freunde in Folge aus dem Schatten heraus. Dann müssen wir jetzt weiter zu... Ich versuche mal weiter raus zu zoomen. Oh, das ist neu. Du musst für diesen Auftrag zunächst die... Ah, ist okay. Dann brauchen wir jetzt erstmal hier Luna Ghoul. Ich muss auch neue Dingens, neue Pfeile mal einsammeln. Gucken, dass hier gleich mal irgendwo welche rumliegen. Ich habe schon gemerkt, dass da oben ein Bogenschütze ist, der auf mich schießt. Dieser Ork hält Karagor. Nützlich im Kampf, tödlich im eigenen Lager. Ach. Außenposten Gagumi Kudu. Ne, da muss ich hin. Warum? Hä? Ich hab den noch markiert. Warum soll ich dann jetzt da lang? Wo soll der Spaten denn sein? Da. Hallo? Luga. Pay to win, Kissen mit dem Spiel total missfallen und deswegen das Spiel nicht zocken. Pay to win? Pay to win? Das müsste ja voraussetzen, dass du das gegen irgendjemanden spielst. Aber ich spiele das ja gegen niemanden, außer mit mir selbst. Also was sollen, was interessieren mich Pay to win Kisten? Brauche ich ja nicht. Du bist ein Narr, der die wahre Schönheit eines Ghouls verkennt. Alles, was du tust, ist wieder und wieder und wieder zu töten. Ghule sollten verehrt werden. Geliebt. Pay to win nervt mich, wenn du gegen andere Leute spielst, aber das tue ich ja nicht. Also muss ich dich vernichten, zum Wohl meiner geliebten Ghule. Scheiße. Fuck it! Och. Ja,
Ja, renn doch da drüber, Mann! Das läuft jetzt gerade nicht besonders gut für mich. Scheiße. Nein, ich bin tot. Du wirst keinem Ghoul mehr etwas antun. Jetzt können diese majestätischen Kreaturen in Frieden leben. Ja, aber Recher 27, der Online-Modus interessiert mich absolut null. Ich spiele das nur Singleplayer. Fußsoldaten, die dich töten, werden zum Hauptmann befördert und zum Armeemenü hinzugefügt. Um dich an Hauptmännern zu rächen, die dich getötet, verraten oder beschämt haben, kannst du einen Blutracheauftrag gegen sie ausführen. Während Blutracheaufträge getöteten Orks bringen dir bessere Ausrüstung ein. Genau wie Erzfeindeaufträge, okay. Epische Orks sind stärker als andere Orks. Okay. So. Was sagt ihr? Rache? Okay. Ich hätte den Schicksalsklüften loslassen und sterben können. Ich wäre wieder mit meiner Familie vereint. Das ist lange vorbei, Talion. Wir sind noch nicht fertig. Oh, was ist denn das hier? Ein Festmahl findet statt. Die Luft stinkt nach Gork. Da ist er. So. Die Rache ist mein. Ich habe geschworen, all die ermordeten Ghule zu rächen. Aber ich habe versagt. Alle enttäuscht. So. Und jetzt zum Abschluss mal eine Mission starten. Was haltet ihr davon? Also Story meine ich. Zuerst mal hier Pfeile. Klinge der Dunkelheit.
von Sordion. Oh! Sieh mal eine an! Gollum. Olokai sind zähe Kämpfer mit mächtigen Angriffen. Jegliche Versuche, über sie zu springen, werden sie abwehren. Aber du kannst ihre Angriffe vermeiden, indem du A drückst, um auszuweichen oder zwischen ihren Beinen durchzurutschen. Sie können mit einem aufgeladenen Kopftreffer durch einen perfekten, abgestimmten Konter betäubt werden. Lass der Betäubung eine Serie aus Nahkampfschlägen folgen oder halte RB gedrückt, um auf den Olok aufzusitzen. Okay. Vorher noch einen epileptischen Anfall, bevor der zusammengezuckt ist. Gollum! Wir haben euch gerettet, leuchtender Herr. Gollum, warum solltest du mich retten? Ach, von dir war nicht die Rede, garstiger Waldläufer. Er steht im Dienst der Spinne. Nein, nein. Die dunkle Herrin wacht über Gollum. Gollum wacht über den leuchtenden Herrn. Leuchtender Herr tötet den dunklen Herrscher. Und die Spinne zieht die Fäden. Sauron ist unser gemeinsamer Feind. Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Geh voran. Kommt, leuchtender Herr. Gollum zeigt schnelleren Weg. Schneller ist gut, so wie der läuft. Das sind Olokai, Kriegstrolle. Sie sind schlauer, schneller und immun gegen das Sonnenlicht. Saurons Truppen sind stärker denn je. Wir hassen sie so sehr, wie wir Orks hassen. Wir bleiben auf Abstand, damit wir nicht gequetscht und gemalmt werden. So wie du letztes Mal meinen Kopf mit einem Stein zermalmen wolltest? Aber das haben wir nicht. Wir könnten dem Herrscher nie wehtun. Wir machen es jetzt wieder gut, ja? Das bleibt ist abzuwarten. Klar. Angeblich frisst sie sie nicht. Boah, der soll mal einen Zahn zulegen. Kriege ich ja Fußpilz, wenn ich ihm so langsam hinterherlatschen muss. Das hoffe ich doch. Ich weiß, warum ihr hier seid. Gib zurück, was du gestohlen hast. Sei still, Ringschmied. Wie redest du mit mir? Gestohlen. Er hat ihn mir aufgedrängt. Was ist mit dir, Talion? Ich bin hier wegen Minas Ithil. Du willst es retten, auch wenn es schon verloren scheint. Es muss einen Weg geben. Sie sind wahr, deine Visionen. Schenk mir noch eine. Und wofür? Um Weisheit? Oder Macht zu erlangen? Oh, du brauchst nichts zu sagen. Hier hast du deine Wahrheit. Du willst es zu was bringen? Dann musst du töten. Du willst
Gottes Beachtung, tötende Bleichhaut. Je mächtiger dein Opfer, desto schneller steigst du auf. Idril. Sie stirbt. Viele werden sterben, bis Sauron bezwungen ist. Dieses Wissen kann uns helfen. Töten wir den Mörder. Findet diese Zukunft vielleicht nie statt. Wir können sie retten. Ob sie lebt oder ehrenvoll stirbt, wird den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen. Wir müssen Castamir unbedingt beschützen. Wenn er diesem Meuchler anheimfällt, verlieren wir den Palantir. Oh, wir finden ihn, mein Schatz. Für den leuchtenden Herrn. Wir gehen nach Tirith Ungol. Ja, wir finden den garstigen Meuchler. Ja. Ja. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.